es stimmt, es sind insgesamt 4 Feuerwehrkameraden verletzt worden. Reines Feuer Inferno gewesen, eine Horrorvorstellung für mich als Bürgermeister. Alles in allem hat dieser böige Wind im Zusammenspiel mit den Schmierstoffen eben zu dieser rasanten Brandausbreitung geführt. 2 weitere Feuerwehrangehörige wurden bei einer weiteren Detonation nach hinten geschleudert. Feuerwehrleute, denen die Einsatzjacken zusammengefroren sind. In dieser Großdoku bieten wir euch viele interessante Bilder vom Großbrand in Almendingen. Wer also Zeit hat, sollte sich die ganze Doku ruhig mal gönnen. Auch interessant ist der Verlauf der Einsatzstelle, wie oft zum Beispiel irgendwelche Fahrzeuge oder Geräte umgesetzt werden mussten. An einem Beispiel ist das ganz deutlich zu sehen mit den Abrollbehältern für den Atemschutz, die dann am Ende des Gebäudes standen und aufgrund des Brandverlaufes dann während des Einsatzes umgestellt wurden bzw. woanders hingestellt worden sind, um den Raum für die Löscharbeiten und andere Fahrzeuge wieder frei zu bekommen. Auch die Drehleiterfahrzeuge auf der Bundesstraße wanderten mit dem Brand auf und ab, um die Löscharbeiten über die Drehleiter vornehmen zu können. Zu Beginn unserer Großdoku ist die Lagerhalle gegenüber der Wohnbebauung komplett in Vollbrand. Hier finden bereits massive Lösch- und Kühlarbeiten statt. Im Verlauf der Doku ist dann deutlich zu erkennen, wie der Brand dann noch auf den zweiten Lagerhallenkomplex übergreift und dieser dann komplett durchzündet. Auch die widrigen Wetterumstände konnten wir in dieser Doku gut dokumentieren. So ist deutlich der starke Wind zu sehen und erkennen, der auch immer wieder die Brandbekämpfung erschwerte und das Feuer anfacht. Wir wünschen euch nun viel Spaß mit dieser Großdokumentation. Really?
Nur kurz bevor du warst, ich schmeiß wieder drei Leute, sobald die aufgestellt sind, oder? Ja, genau. Jetzt können die wieder die Betriebsnummer, der Alex wollte Bescheid, die gucken, dass sie da halt auch aufmachen und dass sie noch einen. Die anderen drei Leute können wir da haben. Die haben noch umgestellt, weil die unten mit dem Rad geht.
Wir befinden uns hier aktuell in der Gemeinde Almdingen bei Ehingen im Alb-Donau-Kreis. Hinter mir befindet sich die Firma Burgmeier, einer unserer größten Arbeitgeber, ein Automobilzulieferer mit rund 200 Arbeitsplätzen hier am Ort. Genau, Sie sind jetzt alarmiert worden über die Feuerwehr oder wie haben Sie von dem Brand erfahren? Ich bin über die Feuerwehr alarmiert worden. Die Nachricht kam um 21 Uhr, ein Alarm der Brandmeldeanlage. Kein unübliches Ereignis, haben wir bei dem Unternehmen immer mal wieder. Der erste Trupp hat dann relativ schnell gemerkt, dass es heute ein anderes Brandereignis ist und hat dann auch den Brand entsprechend hochgesetzt zu einem Brand der Größenordnung B3. Und darüber bin ich dann auch nachalarmiert worden. Okay, jetzt kann man ja im Nachgang sagen, also 4 Stunden später, dass das hier sehr völlig eskaliert ist, auf gut Deutsch gesagt. Also so wie ich es jetzt gesehen habe, vom Umlauf ist ja die komplette Firma jetzt abgebrannt. Ja, tatsächlich. Das ist ein reines Feuer-Inferno gewesen, eine Horrorvorstellung für mich als Bürgermeister. Das war das, was man sich nie wünscht, dass eine Firma im Vollbrand steht. Und trotz 280 Feuerwehrkräfte, die im Einsatz waren, ist nicht gelungen, das Unternehmen, auch nur Teile davon, zu retten. Was glücklicherweise gelungen ist, die anliegenden Wohnhäuser zu bewahren. Das sind die Menschen evakuiert worden. Da war die Gemeinde beteiligt und auch vor allem die Freunde und Familien derer, dass die woanders unterkommen. Das war eine große Leistung der Feuerwehr, dass die Wohnhäuser stand jetzt alle evakuiert worden und gerettet worden konnten und keine weiteren Schäden aufgetreten sind. Es gibt ja aber auch sogar feuerwehrseitig verletzte Feuerwehrleute. Wie denken wir darüber als Bürgermeister? Ja, es stimmt. Es sind insgesamt 4 Feuerwehrkameraden verletzt worden. 2 sind sehr leicht verletzt, die sind weiterhin im Einsatz. Bei 2 ist ein Stück mehr. Bei der Größe von dem Einsatz muss man froh sein, dass es tatsächlich nur 4 Verletzte gab und davon 2 ganz leicht Verletzte und 2 leicht Verletzte. Es hätte deutlich schlimmer kommen können. Auch dadurch, dass der Schichtmeister der Firma Burgmeier so umsichtig reagiert hat und alle Mitarbeiter direkt in Sicherheit gebracht hat. Zum Zeitpunkt waren rund 25 Mitarbeiter in der Nachtschicht tätig. Das ist ja auch hier bei euch ein großer Arbeitgeber. Was passiert denn jetzt hier weiterhin? Es fallen ja die Arbeitsplätze, wenn Sie sagen, es sind über 200 Arbeitsplätze, die fallen ja jetzt erstmal weg. Dazu kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Es ist erstmal heute die große Tragödie, dass so ein großer Arbeitgeber komplett niederbrennt. Und das ist auch der Firmenstandort. Die Burgmeier-Gruppe hat 3 Standorte, ist ein international tätiges Unternehmen. Und allen Dingen ist auch der Familiensitz des Unternehmens. Ob an der Stelle wieder aufgebaut werden kann oder an einer anderen, kann man heute noch nicht sagen. Können Sie gerade mal drauf eingehen, was genau fabriziert die Auto für die Firma jetzt? Die Firma Burgmeier ist Zulieferer der Automobilbranche, aber auch von schweren Nutzfahrzeugen, das heißt Krane oder auch in der Landmaschinenbranche tätig. Wissen Sie, wie viele Einsatzkräfte jetzt hier roundabout im Einsatz sind? Es sind aktuell rund 280 Feuerwehrkräfte plus 40 weitere Personen vom Deutschen Roten Kreuz und dem THW im Einsatz. Alles klar, wunderbar, vielen Dank. Vielleicht, weiß nicht, ob es interessant ist, insgesamt aus 3 Landkreisen sind die Feuerwehren angerückt. Genau, machen wir das auch noch. Die Feuerwehr ist nicht nur aus dem Alb-Donau-Kreis im Einsatz, sondern es sind auch 2 benachbarte Landkreise alarmiert worden. Da der Einsatz der Feuerwehrkräfte so enorm ist und aber auch eine Restverfügbarkeit in den umliegenden Städten und Gemeinden gewährleistet werden musste, ist man dann auf außenliegende Landkreise zurückgegangen.
Thank you.
Ja, wir befinden uns in der Gemeinde Almendingen bei Ehingen im Alb-Donau-Kreis. Die Feuerwehr der Gemeinde Almendingen wurde im Bereich um 21 Uhr herum zu einem Brandmelderalarm alarmiert. Als die ersten Kameraden eingetroffen sind, haben sie offenen Feuerschein entdeckt und haben sofort die Alarmstufe auf Großbrand erhöht. Und wie Sie leider sehen, ist das Gebäude bereits ein Totalverlust. Die Ursache lag darin, dass das Feuer durch die Schmierstoffe und die Öle, die im Betrieb verarbeitet wurden, und aber auch durch den böigen Wind, der zum Brandausbruchszeitpunkt vorhanden war, zu einer rasanten Brandausbreitung geführt hat. Ja, das wollte ich gerade auf unsere nächste Frage gewesen. Wir sind als Wirt angekommen, haben wir es ja auch mit dem Wind gemerkt, dass es zum Teil sehr, sehr stark gewindet hat. Inwiefern ist das dann kritisch oder wie ist es dann mit dem Feuer? Das heißt, der Wind zieht überall rein und macht noch mehr das Feuer stark. Und wie kann man es jetzt von Laien erklären? Ja, der Wind hat das Feuer buchstäblich angefacht, so wie man ein Lagerfeuer oder Grillfeuer versucht immer anzufachen. Man kann es sich hier in XXL-Größe vorstellen. Der Wind hatte auch noch die Problematik mitgebracht, dass die ganzen Rauche, Brandgase und der ganze Brandrauch auf den Boden gedrückt wurden, auf die Straße, und die Einsatzkräfte zum Teil ihre Position verlassen mussten. Und alles in allem hat dieser böige Wind im Zusammenspiel mit den Schmierstoffen eben zu dieser rasanten Brandausbreitung geführt. Gut, wenn wir es gerade beim Wetter sind, machen wir da gleich weiter. Es ist natürlich hier auch sehr, sehr eisig. Wir haben jetzt auch viele Feuerwehrleute gesehen, die so Eiszapfen hatten, die Formen hatten. Also ist es dann einfach zusätzlich auch noch ein Problem, dass es dann hier auch noch so sehr kalt ist. Oh ja, sehr natürlich. Zum einen sind die Straßen, die Einsatzstelle ist spiegelglatt. Es musste natürlich mit Streusalz gestreut werden. Es sind Einsatzkräfte gestürzt, Gott sei Dank diesbezüglich nicht verletzt. Wir sehen, wie Sie gesagt haben, Feuerwehrleute, denen die Einsatzjacken zusammengefroren sind. Gottlob verfügen wir über die dementsprechende Schutzkleidung, sodass es uns nichts ausmacht. Dann geht es gleich weiter, wenn wir es gerade über bei den Verletzten waren. Dann gehört es. Ja, zu Beginn des Einsatzes ereigneten sich mehrere Detonationen. Bei einer Detonation wurde ein ca. 3 Meter langes Rohrstück weggeschleudert und hat zwei Feuerwehrleute getroffen. Beide mussten zur ärztlichen Begutachtung ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Feuerwehrkamerad wird auch zur Beobachtung nach wie vor im Krankenhaus behalten. Eine Kameradin konnte mittlerweile wieder nach Hause entlassen werden. Zwei weitere Feuerwehrangehörige wurden bei einer weiteren Detonation nach hinten geschleudert. Sie konnten hier ambulant versorgt werden und dann nach Hause gebracht werden. Nächste Frage, jetzt auf der Rückseite hat es viele Gebäude, auch die als Wohnbauung, wo dann ihr auch diese Strahlung draufgehalten habt. Man hat es auch an diversen Rollläden gesehen, dass es da abgeschmolzen ist. Der Schreinerei ist da hinten noch, der hatte glaube ich auch ein bisschen Angst, der gute Herr. Was kann man dazu sagen? War das tatsächlich auch die Gefahr, dass es da jetzt auf die Zimmerei übergreift oder vielleicht auf die angrenzenden Wohnhäuser? Es war ein Hauptaugenmerk der ganzen Löscharbeiten, dass die Ausbreitung des Feuers auf die angrenzende Nachbargebäude, auf die Wohnhäuser verhindert wird. Erschwert wurde dies durch 10 Sauerstoffgasflaschen, die zu explodieren drohten, sodass die Feuerwehrleute sich auch in den sicheren Bereich zurückziehen mussten. Daraufhin wurden die Häuser mit Wasserwerfer versucht zu kühlen, dass sie keine Brandausbreitung haben, und Stand jetzt wurde dies erfolgreich durchgeführt. Jetzt hat man gesehen, hier rund um die Firma gibt es vorbildlich viele Wasserstellen, wahrscheinlich natürlich gerade bei so einer Firma, die so brandlastig ist.
aber letzten Endes bringen ja auch selbst so viele Wasserstellen bei einer Vollbrand in der Funktion wahrscheinlich auch nicht mehr viel, oder? Nein, leider tatsächlich nicht. Wir hatten, wie Sie sagen, sehr viele Wasserstellen zur Verfügung. Es braucht natürlich ein paar Minuten, bis die Schlauchleitungen aufgebaut sind. Dennoch, wie gesagt, der böige Wind und die Schmiermittel, die Öle und die Fette, die haben so eine rasante Brandausbreitung verursacht, da haben auch die vielen Wasserstellen nichts mehr helfen können. Jetzt sehen wir im Hintergrund ja gerade noch einen riesen Feuerwehrkran von der Feuerwehr Ulm. Was macht der jetzt? Warum ist der jetzt noch dazu gekommen? Ja, es sind ja zahlreiche Feuerwehren aus dem gesamten Alb-Donau-Kreis im Einsatz und auch aus dem Stadtkreis Ulm haben wir die Unterstützung der Feuerwehr Ulm angefordert. Der Feuerwehrkran verfügt eben über einen sehr starken Wasserwerfer an der Kranspitze, sodass er gezielt das Wasser auf die Brandherde abgeben kann. Im Übrigen ist die Drohnenstaffel mit einer Wärmebildkamera im Einsatz und sie kann die Brandherde und die Glutlöscher lokalisieren, sodass gezielt abgelöscht werden kann. Um wie viel Quadratmeter Grünfläche wird es hier ungefähr handeln? Wir liegen noch momentan noch keine genauen Quadratmeterzahlen vor. Ich schätze einmal, dass wir so circa 500 bis 1000 Quadratmeter Firmengrundstück haben, das leider den Flammen zum Opfer gefallen ist. Wie viele Einsatzkräfte haben wir denn jetzt insgesamt hier vor Ort? Insgesamt sind ca. 280 Feuerwehreinsatzkräfte vor Ort gewesen. Hinzu kommen noch Einsatzkräfte des THW, DRK sowie der Polizei, sodass wir Schluss ca. 350 Einsatzkräfte in der Spitze hier vor Ort hatten. Das habe ich gesehen, das scheint bei euch auch zum Beispiel so ein Zusammenflug mit dem THW zu sein. Die haben dann zum Beispiel auch ihre Atemschutzflaschen aufgezogen. Das heißt, bei solchen Momenten auch unter Atem. Ja, hier in der Region Ehingen bzw. im Alb-Donau-Kreis greifen die Zahnräder der Hilfsorganisation nahtlos ineinander. Sowohl THW, Feuerwehr als auch DRK und Polizei arbeiten hier Hand in Hand. Und deswegen ist es keine Seltenheit, dass das THW bei uns auch mit Atemschutz ausgerüstet ist. Dann zu meiner letzten Frage. Was schätzen Sie jetzt, wie lange diese Brandbekämpfung hier noch andauert? Ich denke mal, das wird auf jeden Fall in den heutigen Tag hineingehen. Was schätzen Sie, wie lange das noch? Also wenn wir Glück haben, wenn es gut geht, geht es bis in die frühen Abendstunden des heutigen Tages. Aber mein inneres Gefühl verrät mir, dass wir hier noch ein, zwei, drei Tage Arbeit haben. Was passiert denn weiterhin? Reißt das THW dann die Halle ein und wir müssen halt auch noch vor Ort sein wegen Nachlöscharbeiten oder wie soll das verstanden gehen? Ja, also die Feuerwehr wird zu Nachlöscharbeiten nach wie vor rund um die Uhr vor Ort sein. Morgen im Laufe des Tages wird dann ein Statiker vor Ort kommen, der die Standfestigkeit der Brandruine beurteilen wird. Und daraufhin werden wir weitere Maßnahmen dann einleiten. Das war dann nochmal eine letzte Frage. So ein Brand in dieser Größe haben Sie jetzt wahrscheinlich auch selten als in Ihrer Funktion. Wie geht man denn um? Was sagt man, wenn man sowas dann antrifft? Das ist eine Lage in dieser Ausmaß. Ja, also in der Tat bin ich jetzt seit 28 Jahren in der Feuerwehr und als stellvertretender Kreisbrandmeister im gesamten Landkreis unterwegs. Aber so ein Feuer mit einer solchen Herausforderung, das ist schon eine sehr außergewöhnliche Einsatzlage gewesen, die man auch so schnell nicht vergisst und auch so schnell Gott sei Dank wieder nicht haben wird. Genau, selber geht man damit um. Zunächst einmal funktioniert man natürlich. Schaut, dass es allen gut geht und man arbeitet die Lage einfach ab und ja, versucht nach wie vor das Beste daraus zu machen, dass das Feuer einfach sich begrenzt auf ein Objekt.
Ja, aber so über hinten den Erben für euch noch mit. Ja, für ihn habe ich auch noch Plätze.
Wir hoffen nun, euch hat die Großdokumentation gefallen und war informativ für euch. Wir würden uns wie immer über ein Like sehr freuen. Vielleicht lasst ihr auch mal ein Super Thanks für uns da. Gerne dürft ihr den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um solche Inhalte nicht mehr zu verpassen. Und natürlich dürft ihr euch jetzt hier unter dem Video in den Kommentaren austauschen und eure Meinung kundtun oder eure Fragen stellen.